So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Gibt wieder ein Video, die Post war da, obwohl die Post gar nicht da war, sondern ich war in einem Offline-Shop. Ja, und da würde ich sagen, wir schnacken nicht lang. Wir gehen mal rund auf den Tisch und dann zeige ich euch, was die geholt haben. Das ist übrigens, die Post war da 314. Dann zeige ich euch, was sie mir gekauft haben. Das ist nichts zum Dampfen. Gehen wir mal runter. Also, nichts zum Dampfer, sondern das ist was für meine RC-Autos. Ich habe jetzt an meinem Carton und an meinem Outcast jeweils so ein Teil kaputt gemacht. Und Problem ist, das sind zwar die identischen Teile, man sieht es hier in der Artikelnummer, das ist zweimal die gleiche Artikelnummer. Also, eigentlich hätte ich das einmal kaufen müssen. Das Problem ist aber, mir ist es beide Male auf der linken Seite kaputt gegangen. Und man kann das Teil hier, das linke Teil nicht rechts einbauen oder andersrum. Glaube ich mal zumindest. Ja. Es sieht zwar sehr ähnlich aus. Aber da ist extra ein R drauf und hier ist extra ein L drauf. Also links und rechts sind unterschiedlich. Zumindest mal hier oben die Verschraubung. Ich weiß jetzt nicht, ob man da vielleicht notfalls die Schraube einfach von der anderen Seite reindrehen kann und den Stift von der anderen Seite reindrücken kann. Mir ist am Graton und am Outcast ist mir das auf die linke Seite defekt gegangen. Das heißt, ich brauche dieses Teil hier. Habe ich bestellt online für 5,33 € und jetzt habe ich es aber gekauft hier vor Ort im LipoShop 24 und hat mir jetzt ein so ein Teil 5,50 € kostet. Also ist online unwesentlich günstiger, als wie wenn ich das hier gekauft hätte. Online habe ich jetzt natürlich Versandkosten auch noch. Das habe ich abholen können, habe es gleich. Und habe mir jetzt letztendlich die Versandkosten gespart. Aber leider Gottes ist dieser Shop hier, LipoShop24.de, der hört diesen Monat auf, dieses Jahr auf. Und da gibt es ihn nur noch online, aber nicht mehr als Offline-Shop. Und die haben mich jetzt doch relativ lang unterhalten mit ihm. Und da hat er gemeint, ja, Modellbau, die Marge, die lohnt sich kaum noch. Ich hätte eher gedacht, ja, okay, da sind doch gute Margen drauf. Und hat er auch erzählt, wir haben scheinbar früher mal über 2.500 Modellbaushops gehabt. Jetzt sind es noch 300, war es, glaube ich, was er gesagt hat. Und viele machen zu und das ist eigentlich irgendwo echt schade. Das ist auch so ein Hobby, wo ich denke, das macht richtig, richtig Spaß. Man hat gesetzlich relativ wenig Einschränkungen. Aktuell auf jeden Fall noch. Wir haben als Hobby auch schon Drohnenfliegerketten. Das ist ja gesetzlich eine reine Katastrophe. Da darfst du ja fast nichts mehr. Eigentlich ein super Hobby. Klar, kostet ein bisschen Geld. Und man muss viel Arbeit reinstecken, weil es geht immer wieder was kaputt. Das hier zum Beispiel. Also man ist immer am Schrauben. Aber ich finde das Hobby geil, also mir würde es freuen, wenn sich da mehrere davon begeistern könntet, auch hier in der Umgebung, dass man vielleicht auch mal zusammen zum Fahrer gehen könnt. Schade ist halt, dass jetzt nochmal ein Offline-Shop, wo irgendwo in erreichbarer Nähe wer zumacht und aufhört. Schade. Und die haben jetzt auch noch keine Kontakte zu irgendeiner Online-Händler, wo ich sagen könnte, man könnte irgendwie eine Kooperation oder irgendwas machen, dass ich mehr oder weniger dann Werbung für den Shop mache und der mir dafür dann immer wieder mal neue Autos zur Verfügung stellt oder zumindest mal irgendeinen Rabatt gewährt. Somit ist für mich das Hobby natürlich doppelt so teuer, weil ich möchte ja, wenn ihr auf YouTube irgendwas zeigt, dann immer wieder auch was Neues. Und bei E-Zigarette war ja das eigentlich auch ganz dramatisch. Ich habe ja, wo ich damit angefangen habe, mit meinem YouTube-Kanal und mit Dampfer, ich habe ja keine Ahnung, wie viel Geld in das ganze Hobby investiert. Aber das ist ja
Dampfer ist auch ein Hobby, aber das ist anders als wie so RC. Das RC, das muss Methan. Dampfer ist natürlich, man möchte vom Raucher wegkommen. Und da ist das Hobby natürlich meiner Meinung nach auch wichtig. Bei mir war es wichtig, weil sonst hätte ich, glaube ich, das nicht geschafft, um von der Zigarette wegzukommen. Durch das, dass es halt so ein extremes Hobby von mir war und die dessen, sel und jenes und die halt einfach alles Mögliche ausprobiert haben. Habe ich natürlich mehr gekauft und durch das, dass ich auch YouTube gemacht habe, hab ich, war ich letztendlich auch irgendwo gezwungen, das durchzuziehen, weil wie sieht es sonst aus, wenn ich als Dampf-YouTuber dann auf einmal mit der Zigarette dann da sitze? Machen ja aber auch viele. Auf jeden Fall schade, dass das RC-Hobby scheinbar so massiv zurückgegangen ist. Ich habe das jetzt eigentlich auch zum ersten Mal gehört. Mir war das so geil bewusst und hatte auch gemeint, die Gewinnmarge, die sind nicht wirklich allzu hoch. Das mit niedriger Gewinnmarge, das kenne ich auch damals, wo ich noch selbstständig war mit meinem Handylader. Da war, hatte ich Gewinnmarge auch komplett im Keller. Und mein Handy, also ich weiß es halt, dass man mein Handy eigentlich kein Geld verdient, weil die findet man im Internet dann immer noch irgendwo noch günstiger und die findet man im Internet zum Teil neu unterm Händler-Einkaufspreis. Und beim RC-Hobby, RC-Modelle, muss es scheinbar ähnlich sein, dass die größere Händler wahrscheinlich bessere Konditionen kriegen, wenn sie Mindestabnahme von XY einhaltet und dann möchte die das natürlich auch wieder loswerden und durch das, dass sie so viel gekauft haben, die einen guten Preis kriegt und es geht natürlich dann zu Lasten von den kleinen Händlern, vor allem den Offline-Händlern, wo man hat so Ersatzteil, ich fahre da geschwind hin, hole das und ich kann am gleichen Tag den Mäoder wieder bewegen und muss es nicht online bestellen. Da wäre das natürlich mega praktisch. Und auch vom Preis her, ich habe ja meinen Arma Kraton gekauft, den 4S, für 430 Euro im Black Friday Sale. Und der verkauft den im Laden auch für 430. UVP ist 479. Also hätte ich mir das letztendlich auch sparen können, das online zu kaufen, und hätte es bei dem abholen können. Aber in Zukunft bringt es mir nichts mehr. Der Lade macht diesen Monat zu. Und wenn ich es dann nachher letztendlich online bestelle, klar, dann gucke ich auch, wo, wer hat den günstigsten Preis und dann bestelle ich es dann nachher letztendlich auch da, wo es am günstigsten ist. Naja, aber ihr könnt vielleicht mal auf liposhop24.de vorbeigehen. Wenn ihr was bestellt, dann schreibt in die Kommentare Grüße von JDRC. Also, das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Da kommt dann nochmal ein Paket, ist schon da. Auch nochmal die Post war da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.